Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, mein Video von gestern, das Interview mit Thilo Sarrazin. Ja, ist Deutschland am Ende? Ist es 5 vor 12 oder 5 nach 12? Das hat Wellen geschlagen, ja. Wer das noch nicht gesehen hat, wir blenden oben nochmal den Link zum Video ein. Ja, natürlich geht es um das große Thema Migration. Und was mir hier wichtig ist, ist es nochmal richtig einzuordnen zu dem, was wir sonst hier auf Aktienlust machen. Weil natürlich ist es ein Thema, was Einfluss hat auf die Wirtschaft, auf die Börse. Wir haben ja immer wieder die Diskussion, ja, sollen wir politische Themen aufgreifen oder sollen wir es nicht machen? Ja? Politik, die Entscheidungen der Politik, die haben natürlich Einfluss auf die Ökonomie, auf die Wirtschaft. Und deswegen müssen wir das aufgreifen, müssen das thematisieren, weil es natürlich auch Einfluss hat auf das, wie wir investieren. Ja, gestern natürlich die Reaktionen darauf. Und man sieht es natürlich auch in den Kommentaren zu dem Video, was das alles auslöst. Wir haben auf der einen Seite die sachlichen Kommentare. Ja? Wunderbar, die sagen, okay, Thilo Sarrazin, man hat ihm Unrecht getan damals. Viele seiner Argumente, die greifen. Aber wir haben natürlich auch die wirklich ausländerfeindlichen Kommentare, die radikalen Kommentare, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Ja, das ist die Kehrseite der Medaille. Und wo natürlich dann der ein oder andere denkt, tut sich Aktienlust damit einen Gefallen, das zu machen? Wir sind der Meinung, dass wir genau mit Menschen wie Thilo Sarrazin sprechen müssen, sprechen wollen, diese Themen diskutieren, sie nicht irgendwelchen Rändern zu überlassen, sondern in der Mitte der Gesellschaft zu diskutieren. Ja? Weil es natürlich über dieses Thema ja auch unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Meinungen geben darf und auch muss. Das ist ja natürlich klar. Migration ist ja auch nicht einförmig, eindimensional. Es geht natürlich darum, unterschiedliche Formen der Migration, ja, Arbeitsmigration, ja, aus dem europäischen Ausland, Arbeitsmigration aus dem asiatischen Ausland, aus dem arabischen Ausland, und alles hat neue Dimensionen, andere Dimensionen, ja, und darüber muss man diskutieren und dann sollte man darüber auch diskutieren, und das habe ich gestern in dem Gespräch natürlich auch getan. Und natürlich bin ich nicht zu 100% der Meinung von Thilo Sarrazin, ja, aber ich glaube, das ist niemand auf dieser Welt. Ja, weil jeder hat seine eigenen Auffassungen, seine eigenen Ideen, seine eigenen Meinungen zu dem, was auf der Welt passiert, was bei uns passiert und was eben zum Thema Migration passiert. Und das war ja nur ein Thema, was wir besprochen haben. Wir haben ja auch das Thema Klima besprochen, wir haben das Thema Energie besprochen. Und auch hier gibt es kontroverse Meinungen. Und ich glaube, mir ist es wichtig, auch für die, die vielleicht jetzt neu auf diesem Kanal sind, das richtig einzuordnen. Wir wollen auch künftig natürlich Persönlichkeiten treffen, Persönlichkeiten bei uns in die Börsenshow einladen, Persönlichkeiten interviewen, um die Themen, die uns alle bewegen, zu besprechen und in den Kontext zu bringen von Wirtschaft und Börse. Es hat natürlich einen Einfluss, wenn ein Staat sich durch Migration im Sozialbereich ja an die Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten bringt. Da fehlt natürlich Geld für Investitionen. Ja, da fehlt natürlich Geld für Forschung und Entwicklung, da irgendwelche Programme zu fahren. Und außerdem natürlich belastet das ja auch ganz andere Bereiche, den Wohnungsmarkt, ja, der ja schon ohne Migration schwierig genug ist, der jetzt zusätzlich belastet wird. Also all diese Themen greifen ineinander und wirken sich aus, ja, genau für Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, die Fachkräfte suchen. Ja, die Kommentare, ja, aber die da kommen, das sind doch keine Fachkräfte. Das ist zum Teil richtig, zum Teil aber auch falsch. Natürlich kommen auch Fachkräfte. Und was sind Fachkräfte? Ja? Wer soll beispielsweise im Bereich der Alten- und Krankenpflege künftig sich um die älter werdende Generation kümmern? Das sind nicht mehr klassisch urdeutsche Arbeitskräfte, wenn ich das mal so nenne. Da dürfen wir froh sein, dass wir viele Menschen aus Osteuropa haben, teilweise auch aus Südamerika haben, teilweise aber auch aus Afrika haben, die hier helfen und die sich hier einsetzen. Ja? Und das alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das sind schlechte und das sind gute Migranten, da tue ich mir schwer. Entscheidend ist auch, dass wir hier einfach die Rahmenbedingungen ändern müssen, dass die Menschen, die zu uns kommen, einfach sich an Regeln halten müssen und dass sie natürlich auch ihre Bereitschaft zeigen und auch mitbringen, hier an der gesellschaftlichen Entwicklung zu partizipieren. Natürlich gibt es dann die Themen der Religion. Das ist ja sowieso eine Urmeinung von mir. Jeder kann glauben, was er will, ob an Allah, an Gott oder an Manitou oder wen auch immer. Ja, an den Weihnachtsmann, egal wen.
Das sollte jedem selber überlassen sein, aber es darf keinen Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft, auf unser gesellschaftliches Zusammenleben und auf die Grundprinzipien eines modernen demokratischen Landes. So, auf dieser Ebene, da müssen wir viel, viel tun und arbeiten. Und das hat auch Thilo Sarrazin gestern ja auch gesagt. Es ist nicht zu spät. Es wird dauern. Wir müssen einiges tun. Und deswegen kann ich euch nur einladen, die es noch nicht gemacht haben, das Gespräch auch mal anzuschauen. Man wird nicht mit jeder Passage zufrieden sein. Aber wann ist man das? Ja? Egal, was man tut, mit wem man sich unterhält. Ihr kennt das alle auch im Bekanntenkreis. Ja, man diskutiert über die Politik. Der eine ist ein Freund von Robert Habeck. Der andere sagt, wie kann man das nur? Der eine findet Olaf Scholz gut. Der andere sagt, das ist der schlechteste Kanzler. Aber das soll ja auch sein. Das ist doch auch die Quintessenz einer Demokratie, dass man darüber diskutiert. Und das wollen wir künftig auch tun. Und deswegen war es mir nochmal wichtig, das hier an dieser Stelle richtig zu stellen. Wie gesagt, ich möchte solche Gespräche führen. Ich halte sie für notwendig, auch mit Blick auf die Wirtschaft. Weil natürlich mache ich mir Sorgen um unser Land, um die Wirtschaft. Können wir in deutsche Unternehmen investieren? Ist die Zukunft oder führt für deutsche Unternehmen? Ja? Hier auch zu unterscheiden zwischen Unternehmen, die Global Player sind, die natürlich auf der ganzen Welt arbeiten, und solchen, die nur hierzulande produzieren und hier ihren Hauptmarkt haben. Das gehört dazu, und da müssen wir natürlich solche Themen eben ansprechen. Ansonsten, wie gesagt, heute hier auf dem Börsentag in Hamburg werden wir natürlich auch einen Vortrag halten über das, was natürlich das Wesentliche hier auf der Aktienlust ist, nämlich in was kann ich investieren, wie kann ich meine Altersvorsorge richtig machen, gibt es Alternativen überhaupt zu Aktien? Aus meiner Sicht nicht. Ja, Immobilien, Aktien, Edelmetalle, das sind die drei Sachwerte. Und Vermögensaufbau schaffe ich mit Edelmetallen nicht. Vermögensaufbau kann ich teilweise mit Immobilien schaffen. Das ist auch ein Thema, aber das ist natürlich, da brauche ich ein bisschen monetäre Möglichkeiten oder eben am Aktienmarkt. Diese Möglichkeit hat jeder und die muss man weiterhin natürlich wahrnehmen. Das werden wir heute auch hier auf dem Börsentag in Hamburg tun. Ja, und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch heute ein Like da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und vielleicht der eine oder andere, der heute das Video noch hört, kommt vorbei zum Börsentag in Hamburg. 14 Uhr machen wir unseren Vortrag. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, macht's gut und bis dann.